Die Firma Hauer aus Statzendorf ist Marktführer bei Frontladern in Österreich. Im letzten Jahr hat das Familienunternehmen mit über 100 Mitarbeitern den neuen Frontlader XB Bionic vorgestellt. Vertriebsleiter Franz Reisner erklärt uns, was daran so besonders ist. Der Kern ist eine neue Kinematik, wir nennen das X-Kinematik, und durch diese Anordnung der X-Kinematik war es erstmal möglich, die komplette Parallelführung in die Ladeschwinge zu verlegen. Das sieht auf den ersten Blick so aus, wie wenn der Lader gar keine Parallelführung hätte, aber die ist sehr kompakt gebaut in der Ladeschwinge. Die nächste Innovation ergibt sich dadurch in der Anordnung der Kippzylinder, die ebenfalls geschützt in der Ladeschwinge verpackt sind. Deshalb interessierte uns bei unserem Fahrbericht natürlich brennend, ob das funktioniert und das Anbaugerät tatsächlich parallel geführt wird, obwohl gar kein Gestänge zu sehen ist. Und siehe da, die Schaufel wird beim Anheben nur ganz leicht angekippt, um oben wieder exakt ausgerichtet zu stehen. Neben den zuerst vorgestellten Ladern der großen Serie wird es die neue Technik zukünftig auch für Traktoren von 50 bis 120 PS geben. Hier ist das Top-Block-System serienmäßig, bei dem zum Entriegeln zwei Exzenterbolzen gezogen werden müssen, bevor der Frontlader auf die Stützen abgestellt werden kann. Bei der Bedienung hat man die Wahl zwischen Schleppersteuergeräten, einem mechanischen Einhebelsteuergerät oder dem Elektroproportionalventil ELC Ergo, das dann auch eine Geräterückführung bietet. Auch der Multikuppler für die Öl- und Elektroanschlüsse ist bei allen Ladern Sonderausstattung, sollte aber dazugehören, wenn man die Schwinge des Öfteren an- und abbauen muss. Sei es, weil man mit dem Traktor etwas anderes machen möchte oder, wie wir, einfach mal einen anderen Traktor ausprobieren möchte. Wir haben mit dem XB Bionic 110 an einem Lindner Geotruck Folienballen entladen. Dank des fehlenden Gestänges der Parallelführung ist die Übersicht für den Fahrer dabei prima. Nur beim Geräteanbau kann man den Koppelrahmen leider nicht einsehen. Da alle Leitungen und Ventile geschützt in der Schwinge untergebracht sind, macht der Lader einen sehr aufgeräumten Eindruck. Und was Reparaturen angeht, weist Hauer auf den einfachen Ausbau der Gerätezylinder sowie teflonbeschichtete Schläuche und wartungsfreie Bronzebuchsen in allen Drehpunkten hin. Alle Details zu dem neuen Hauer XB Bionic finden Sie in unserem Fahrbericht in der Mai-Ausgabe.